Hallo, heute eine Legung für dich. Er macht dir einen Antrag. Der Ring. Also wie du siehst mit den Lenormand-Karten, Gilded Reverie von Chiromacchetti. So, stimme dich voll und ganz auf deinen Herzensmenschen ein und sende mir deine Gedanken zu. Was sollst du hier auch wirklich wissen? Was sollst du auch wirklich hier wissen? Also es geht um eine große Transformation, was er hier schon durchlaufen ist. Und es geht auch darum, dass er diese Gedanken, dass was falsch laufen könnte, losgelassen hat, seine innere Ruhe, Unruhe losgelassen hat, die Verletzungen losgelassen hat. Er kommt immer mehr in seine Stärke, in seine Liebe. Und also er baut eine Brücke zu dir. Also du zeigst dich hier bei ihm. Also er denkt also sehr positiv an dich und denkt auch, dass es jetzt hier in der Öffentlichkeit geht, dass es hier auch göttlich geführt ist mit euch und auch, dass es so mystisch ist. Er hat sehr, sehr tiefe Gefühle für dich und also die tiefe Gefühle bestätigen sich. Und jetzt schauen wir mal, wann er dir diesen Antrag macht. So, es geht wirklich darum, dass er dich als eine leidenschaftliche Persönlichkeit sieht und also diese tiefe Seelenliebe mit ihm ist also da zwischen euch. Also da ist, also du siehst ihn auch als eine also sehr charismatischen und Mann, der also sehr viel Sexappeal auch hat. Ja, also natürlich, ich rede jetzt von der Sicht der Frau. Und wenn du jetzt als Mann zuschaust, dann tausche einfach die Rollen um. Ja, ganz einfach. Ja. Und natürlich lege ich hier für dich die Lenormand-Karten jetzt so aus und schau mal einfach, dass du auch so deine eigene Interpretation vielleicht mit hineinfließen lässt. Also du kannst die Karten auch so für dich selber natürlich auch deuten, so wie es für dich passt natürlich, ja. So, die unterste Karte, dass es hier das ganze Potenzial hat, dass es in der Entwicklung mit euch gehen wird, dass es hier auch wirklich eine staatliche Gemeinschaft auch sein wird. Also eine Ehe ist ja immer eine Institution, dass es jetzt auch wirklich in der Festigkeit kommt, dass es in der Ehe kommt, dass er macht ja jetzt einen Antrag. Also so nehme ich das jetzt hier generell wahr. Also er ist hier noch ziemlich unten. Er schaut wirklich hier in der Wunscherfüllung, in diesen Ring hinein und unbewusst, also will er dich natürlich auch einladen, möchte ja auch diese Romantik mit dir erleben, möchte mit dir ankommen. Er arbeitet daran. Also ich nehme jetzt hier generell also sehr stark auch wirklich wahr, dass hier auch dieses Vorleben, dieses sich erinnern an dich, dass du seine große Liebe bist, also ist also sehr, sehr präsent, also bei ihm schon, also wie gesagt, da. Und was sehe ich dennoch hier? Das vergangene Leben ist da. Und wie du siehst, also es geht hier ein Stück weit darum, wirklich hier, ja, dass er sich selber treu bleibt, dass er sich selber loyal bleibt, also dass seine Seele aus diesem
vergangenen Leben, vielleicht hat er dir auch bestimmte Dinge versprochen, dass er sich selber treu bleibt, dass er diese Treue auch dir auch wirklich verspricht, ja, mit einem Ring, das ist auch immer eine Treueversprechen, immer eine Verbindlichkeit, das nehme ich jetzt so hier sehr, sehr stark wahr. Also in seinen Gedanken sind sehr leidenschaftliche Gedanken. Also es bewegt sich momentan sehr viel, ja. Also er, vielleicht wohnt ihr auch voneinander so etwas entfernt oder vielleicht hat er auch seit längerer Zeit auch mit sich immer gehadert, mit sich selber gekämpft. Er wusste auch nicht, wie er wieder zu seiner Mitte findet, wie er wirklich das findet, wonach er sich sehnt. Also er sehnt sich wirklich nach Hause anzukommen, wirklich in diese Stabilität zu sein, was ich jetzt hier generell sehe. Also ich sehe hier die Anziehungskraft sehr, sehr stark. Und was sehe ich denn jetzt hier generell? Also ich sehe hier, dass der so eine sehr, sehr starke Sehnsucht nach dir hat. Und natürlich weiß er auch, dass du so sein Glück bist. Der weiß das ganz genau. Und so ein tiefes inneres Wissen sagt ihm jetzt, jetzt musst du handeln. Jetzt musst du wirklich komplett neue Richtung einschlagen. Du musst endgültig hier diese ganze Maske fallen lassen. Denn diese Sehnsucht, die du hast, also ist immer sehr präsent. Und natürlich auch, du lässt deine Gefühle im Verborgenen. Also geh doch mal ein bisschen Risiko ein, also sei doch mal risikobereit, denn so kann nur wirklich dieser Neuanfang manifestiert werden. Es zeigt sich doppelt, also er hat diese Aufbruchstimmung für den Neuanfang. Er hat schon einige familiäre Themen auch geheilt und er ist jetzt wirklich bereit, den Herzensweg voll geheilt, also in deine Richtung zu gehen. Und das ist so sein karmischer Weg, karmischer Zyklus. Und seit langer Zeit ist er jetzt bereit, hier dir einen Antrag zu machen. Ja? So, wir legen natürlich einige Karten nochmal als Klärungskarten aus, und zwar für den Ring. Also ich will das jetzt mit dem Ring genau wissen. Und natürlich, also was war, es war es schon, aber wir schauen jetzt einfach mal. Hier dieses Risiko, was verbirgt sich da bei dem Risiko noch, und die Maske, warum hat er das auch überhaupt getan? Also eine Maske getragen, wir fragen jetzt mal so, also mit der Zeit, wie wird das denn auch sein? Also diese karmische Zeit, wenn das vorbei ist, wir fragen noch mal. Ja, aus dem Vorleben, da wollen wir auch so bestimmte Dinge halt auch wissen. So, dann habe ich hier noch einige Karten. Ja, diese romantische Date, der Herzensweg legen wir. Welche Karten auf? Und wo soll man denn noch auf? Dieses Glück legen wir noch mal einige Karten auf. Also, der Herzensweg zu dir wird er gehen. So, also die Verletzungen wird er loslassen, auch wenn diese Verletzungen da waren, er wird es erkennen, also mit der Schleue erkennen, dass es also schicksalhaft war, diese Verletzungen sollte er auch durchlaufen, dass er die auch heilt. So, seit längerem, also er grübelt seit längerem, aber es wird auch wirklich dieses Grübeln aufgelöst sein, denn es geht hier wirklich in der Institution, in der Ehe hinein mit euch zwei. Also, das Glück steht hier bei dir mit diesen tiefen Gefühlen. Du hast also wirklich wahnsinnstiefe Gefühle für dein Gegenüber. Und es zeigt sich hier der Eisbär auch. Und ja, das Vorleben gab es auch wirklich im Äußeren, auch Verstrickungen. Vielleicht gab es dann auch wirklich Schwierigkeiten durch Dritte oder durch gesellschaftliche Schwierigkeiten, dass diese Liebe vielleicht auch nicht gelebt sein durfte. Das könnte jetzt auch eine Rolle spielen hier, ja. So, die Einladungen werden also über den Brief auf mystische Art und Weise zu dir kommen. Also er hat hier noch schon Ängste, aber auch Sehnsüchte. Und ja, im Verborgenen, also wird dann halt dir einen Brief zukommen lassen, aber auch einen Touch,
einen Hauch erotischen Brief, also wird dir sagen, wie anziehend du bist, wie dass er also sich als Mann in deiner Nähe fühlt, all diese Dinge. So die Maske hat er getragen, rein aus Liebe zu dir. Und ja, also diese Risikobereitschaft wird er nochmal genau hinschauen und wird also die perfekte Lösung auch dafür finden. Natürlich gibt es auch für jedes Problem auch eine Lösung. Und wir schauen jetzt einfach diesen Ring an. Ah, der Ring. Also, er wird diesen Ring über eine Brücke zu dir bringen. Also es kann sein, dass er dir diesen Antrag über eine Brücke macht. Also dass ihr vielleicht auch wirklich so eure Liebe auf der Brücke euch zugesteht oder diesen Antrag macht oder dass ihr vielleicht auch eine Liebesschloss auf der Brücke aufhängt. Diese tiefe Gefühle, also du bist hier sehr charismatisch und wenn ihr daran denkt, das macht ihm schon jetzt vorne hinab schon einen Lampenfieber generell. Also ich hoffe, du hast dich hier gefunden. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich danke dir für deine Zeit und sag bis bald.